Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot Edition. Im letzten Part haben wir uns auf den Weg zur Seeschauminsel gemacht und haben uns von unserem Smetbuff verabschiedet. Und in diesem Part würde ich sagen, gehen wir weiter auf der Suche nach der Seeschauminsel und ein paar Trainer zum Klatschen ins Gesicht oder auf die Nase oder wo immer. Unterschied ist zwischen auf Gesicht und auf die Nase, weiß ich nicht, was ein Unterschied. Es ist ein Unterschied da, denn auf Nase tut vielleicht weniger weh als auf Gesicht. Keine Ahnung, ich glaube wieder einen Quatsch. Wow. Wie viel Schaden machst du? Gut, Volt Critic. Ja, ist egal. Noch ein Seeper, mal gucken, vielleicht sehe ich ja da die wahre Stärke von Surfer auf einem Seeper. Ja. Ja, ist trotzdem fast gewonnen. Notte Rauchwolke. Stirbt doch einfach. Naja, in diesem Part werden wir wahrscheinlich die Seeschauminsel von dieser Seite erreichen und vielleicht sogar schon die ersten Schritte von Alabastia aus Richtung Zinnowensel machen. Weiß ich noch nicht genau. Ich hätte vielleicht wechseln sollen. Ja, egal. Luba. Ja. Nö. Stärke. Ich glaube, nicht so starke Stärke. Das Seemon sieht einfach aus wie der Kopf von einem Seepa auf einem etwas größeren Kopf. Ist ja das Östrogene oder sowas genommen. Östrogene? Ja, nein. Egal, ich halte die Kette. Der Let's Walk Through. Oh, Level 39 für Nidoqueene. Queene. Genau, Nidoqueene, so wird's ausgesprochen. Nicht Nidoqueene, sondern Nidoqueene. Und ich hau meinen Supertrank auf Nidoqueene. Damit's voll ist einfach. Damit ich benutzen kann im Notfall. Wenn das Wasser hier wieder sehr tief ist. Ja, warum auch immer das Wasser sehr tief ist und ich dann Nidoqueene benutzen kann, weiß ich zwar nicht, aber es ist anormal so. Mushas. Muss das denn sein? So, doch. Das Ding. Boah, Alter, wenn ich das schon lese, super scheiße. Ich muss ein Nerz nehmen. Fuck. Autos. Surfer. Mach weg. Den Penis in dem Mut. Was? Dieses Superschall. Dodok. Töte. Bitte. Oh, Critical Hit, danke. Yay, Level 9 war ich auf meinem Turtok, das heißt Level 40 wird auf jeden Fall noch alles. Vor Cocker. Platsch. Vor Cobra war ich schon vor Pyro. Den Piraten. Da muss jetzt auch gleich die Seeschauminsel kommen. Oder da kommt erst noch ein Trainer, den ich halt überhaupt nicht gesehen habe, obwohl ich den schon seit drei Blöcken oder so gesehen habe, gefühlt. Ja, ich Aufmerksamgabe eines Toastbrot. Seemon. Vielleicht? Boah, man kann es zwar nicht Schaden nennen, aber sowas ähnliches. Surfer.
Entschuldigung, ich musste gerade die E-Mail nehmen. Das war ganz wichtiges. Mal kurz schweißen. Kann ich weiter kommentieren? Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Obwohl, ich könnte einfach rein. Ich nochmal morgen Walkthrough in dem Part. Das hatten wir schon mal. Oh, Elektroball, mach bitte einfach weg. So süß wie sie aussehen, aber mach einfach weg. Mach Kusch Kusch damit und tschüss. Sag ich doch tschüss. Ja, auch wenn der noch nicht tot war. Nein, es ist nicht zeitversetzt, keine Angst. Es ist so, wie es ist. Es ist bloß offensichtlich, dass wenn ich mit einem Elektroball einen Donnerblitz auf einen Seemann einsetze, dass er sich überlebt. Das erkennt sogar Christopher. Hab's vergessen. Wie war sein YouTube-Name? Hast Chris Shadow Chris LP. Hast Chris war ja seine Streaming-Seite. Ja, da war was. Schönheit. Möchte kämpfen. Was ist eigentlich vorne? Turtok. Ja. Turntag. Ich muss es tun. Elektroball machen weg. Oh, mein Computer. Also wieder eine kleine Aufnahmesession hinter mir. 3 Folgen habe ich von Aufgaben. Das ist jetzt Nummer 3. Und dann werde ich... Ja doch, dann werde ich schlafen gehen. Es ist 2 Uhr morgens. Ich gehe dann schlafen. Ich darf hier leider morgen aufstehen und ins Praktikum gehen. Also muss ich schlafen gehen. Kann ich nicht weiter aufnehmen. Halt, stopp, ich habe keinen Schutz mehr. Gut. Dann fliegen wir nach Alabastia. Ja. Und gehen von da aus zur Seeschauminsel. Schäumend. Ja, erstmal auf 10 Uhr Insel, dann zur Seeschauminsel. Ja, mach ich, ja, bitte. Lass mich kurz Päuschen machen. Hab dich lieb, Mama. Tschüss. Ich könnte ja mal kurz zum Olleneich reingehen. Hey da, ich habe ein paar Pokémon gefangen. Ich freue mich, dich zu sehen. Was macht denn dein Pokédex? Zeig doch mal her. In deinem Pokémon-Deck steht gesehen 105, Besitz 43. Bewertung? Das sieht doch gut aus. Suche meinen Gehilfen auf, sobald du 50 Pokémon besitzt. Nee, will ich nicht. Doch, kein EP-Täler. Das ist hier der OP-Täler in schlecht. Ich will nur weiter auf diese Route gehen. Ich auch nicht, ich gehe hier. Ich gehe über das Wasser. War das hier in dieser Generation? Ja. Hier kann man Schutz einsetzen und sozusagen nicht stacken. Denn auch wenn ich jetzt 20 Schutz verballert hätte, es hätte nur für eingewirkt. Die Wellen machen mich gerade ein bisschen kirre. Möchtest du wissen, ob die Fische beißen? Na, ich beiße, ich bin ein bisschen. Wartet. Sind die Fische bissig, fragt er. Turtok. Biss. Also mein Turtok ist bissig. Ja, der Witz war schlecht. Lass mich in Ruhe. Oh Mann, geh. Guckt euch doch was anderes an. Guckt euch ein Katzenvideo an. Oder guckt euch, keine Ahnung, ein Porno an. Nein, guckt keine Pornos. Und vor allem, sie stellen das Sexualleben vollkommen falsch dar. Danke. Und ja, ich werde den jetzt mit Biss töten, weil mein Fisch bissig ist. Gut, ich wechsle. Turtok hat sein Ziel erreicht. Nidoqueen. Vor allem, ich muss dann eh beenden. Ich hab fast nicht konzentriert. Und ich muss dann auf Klo. Auf Toilette, Entschuldigung. Auf WC. Ich muss auf WC. WC. Oh, ich wusste mal, was WC auf Deutsch ausgesprochen hat. Ich weiß nicht mehr. Klosett oder so, irgendwas war das doch. Ich google mal. Ja, nicht wundern, ich guck gerade wieder nicht, was passiert. Ich höre bloß, dass irgendwo mal Schaden bekommt. Ich irgendeinen Text wegschicke.
Und ich habe gewonnen. Ja, ja, mies, halt die Klappe. B, C. Wikipedia. B, C. Abkürzung für Water Closet. Ah, ich wusste doch nicht, was mit Closet. Ich habe tot auf den Sprit getan. Wildcard, okay. Es platscht. Und jetzt wird sterben. Oh Gott, bis der Kampf vorbei ist, wird's. Leute, schlaft schon mal. Es wird nichts mehr passieren, außer diese 6 Kabados. Wird jetzt quasi nicht aus, dann kommt ein Garados und das tötet mich dann. Wetten wir. Kabador. Es macht so Spaß, diese armen kleinen Fische zu schnappen. So richtig Spaß. Wie kann man nur so viel Spaß haben? Spaß. Ich habe mir die ganze Zeit zwei Tasten, einmal A und einmal B. Jetzt haben wir nicht wieder B. Wenn ich Temptation will. Wie du König sagt, wenn du jetzt davon ein Level abkriegst, dann bist du echt schlecht. Ich habe mal wieder B, bevor ich das. Ja, wow, Critical Hit. Hat's voll gebracht. Nein, du hast echt gedacht, über. Halt, stopp. So. Rund. Dann komm mal her, kleiner Mann. Stellt es dich, dass ich hier schwimme? Nö. Schon lange wegschwimmt. Wenn du ganz lang du schwimmst, einfach aufhörst und dann untergehst und dabei stirbst, ist mir das relativ. Oh, ein Tentacher. Tot. Kein Mitleid für Tentachers. Oh, noch ein Tentacher. Noch ein Nido. Nein, ein Tentok. Ein Tentok. Toxa. Nicht Toxa. Das wird jetzt der Aquaknabe. Au! Nicht critten. Und Level 40 für Nido Queen. Besiegt den Glatzkopf. Glatzkopf. Das ging unter die Gürtellinie, ja. Wobei. Klatsch den hier weg. Der See sei nicht Körper und Stille oder sowas. Ich hab's nicht ganz gelesen, aber einfach weggeklickt, die gibst du. Ein Seemon. Das sollte doch Uwei besiegen können. Ja, gut, das sollte nicht Schaden machen. Ich muss jetzt dann noch den kaufen, den Blattstein. So zum Thema, das sollte Schaden machen. Gut. Und ein Tintoxer. Danke, dass du mich nicht vergessen hast. Die alle nein. Sag doch mal ja. Leute, ich werde hier den Part beenden. Ich werde offscreen kurz mir einen Blattstein kaufen gehen, wird meine Pokémon wahrscheinlich wieder heilen. Und wir sind zum nächsten Part wieder hier und ich wünsche noch einen schönen Abend, schönen Nacht, was auch immer und bis morgen. Bye.